Noch mehr Werbung geht überhaupt nicht. Wir machen so viel, da so viele gefragt haben, machen wir ganz schnell noch einen Videoclip und blenden diesen Videoclip halt überall ein. Wir haben eine Menge Star Wars Base, Sci-Fi, also Science Fiction, dann überhaupt Film, Foto, Produktion. Also alles, was mit Film und Foto zu tun hat, produzieren wir, helfen, machen und tun. Hier waren also viele aus dem Comic-Bereich, viele aus dem Filmbereich, viele aus dem Fotobereich. Wir haben einfach hier ein Mediencenter gebaut. Wir haben auch riesige Werbung. Da es natürlich überwiegend online zu haben ist, Amazon ist immer präsent, eBay ist immer präsent, haben wir es denn trotzdem. Also hier kann man immer noch selber rein, hier kann man auch schauen, man kann sich mit uns unterhalten. Wir haben das Heimkinoforum, wir haben den Filmclub, wir sind ein Copy- und ein Medienhaus. Und wie gesagt, hier kriegt man schon einiges, nicht alles, weil meistens, wir haben auch viele Dioramen schon, die Brücke an Kwai und ach, wie das alles geheißen hat hier, ja, also wie gesagt, Filmfiguren haben wir in 1 zu 6 da stehen. Wir haben bis zu 1 zu 32, 35 da stehen, 1 zu 16, Panzer und so weiter und so fort. Und was machen wir alles? Was machen wir alles? Greife ich doch einfach hier mal rein. Meine lieben Freunde, wir machen einfach das alles hier. Wichtig ist gleich, ich hau jetzt hier mal die Texte rein. Ja, könnt ihr mal lesen, wenn ihr Zeit habt. Wichtig ist für uns das hier, wir sind international, nicht national, bei uns ist jeder willkommen, in allen Sprachen, nur gewisse Sprachen sollten den Dolmetscher mitbringen, dann können wir nämlich sonst nicht verstehen. Nochmal schöne Grüße an DJ Valdez aus Malaysia, The First Award in England, ein erstklassiger Musiker, bedankt, und an die Niederlande, jetzt komme ich alles gar nicht auf die Namen, also an alle Künstler, die jemals hier waren, danke, 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 dass ihr ja jemals hier gewesen wart, so. Wir haben ein neues Jahr, wir haben einen neuen Monat und da packe ich jetzt einfach mal unsere Dienstleistung aus, was wir hier alles so nicht nur anbringen, was wir so haben. Wie gesagt, wir sind für alles da, bin auch für alles offen. Ja, wir sind eine reine Dienstleistungsgesellschaft. Wir haben das jetzt riesengroß ans Fenster mal geheftet. Wir haben einen Spalt freigelassen für die Figuren, die ihr da so seht, weil wir ja die Dioramen machen. Wir sind gerne bereit, am Samstags nur Samstags sind wir bereit, über Figuren, Film, Foto und alles zu philosophieren, zu machen, zu tun. Ein Samstag ist mietbar, ja, man kann bei uns den Samstag mieten, dann wird hier richtig Session gemacht, wir können auch richtige Filme gucken, also noch einmal unsere Dienstleistung, ich hoffe, ihr könnt so schnell lesen, wie ich jetzt nach oben halte. Wir sind natürlich ein Riesenshop, wir haben riesige Sachen, ich brauche an sich gar keine Werbung machen. Deswegen, auch heute hatte ich auf bis 13 Uhr, jetzt nach 13 Uhr mache ich halt kurz diesen Werbeclip. Kann euch sagen, es waren wieder Leute da und es standen auch wieder Leute vorm Fenster. Wie gesagt, wir haben unsere Figuren da, darüber kann man reden, ist klar. Wir lieben UFA. Wir lieben UFA, wir lieben Deutsch, wir lieben den deutschen Film, wir lieben es wirklich. Auch Warner Brothers, nein, Deutsch, UFA. Wir bleiben immer noch bei UFA, ja. Und diverse andere Filmgesellschaften, die hier in Deutschland seit 1930 groß waren und davor auch. Aber überwiegend UFA. UFA 100 Jahre haben wir mittlerweile auch schon hinter uns. Und wir mögen Film, wir sind jetzt momentan wirklich an den alten Filmen am Werkeln, am Machen, am Tun, am Gucken. Vielleicht finden wir ja auch gemeinsam ein paar Schauspieler und so weiter, die wirklich mal zurückgehen in so alte Geschichten, alte Filme, in der alten Sprachkunst, in der anderen oder alten Filmkunst für die internationalen Menschen, irgendwie mal so Filme zu machen wie in alten Sachen. Gut, es müssen nicht unbedingt jetzt mit alten Fernsehen bzw. alten Kameras gearbeitet werden. Es muss nicht mit alten Sachen gearbeitet werden. Gut, man hat natürlich alte Sachen an, ist klar. Man spricht auch alt. Man spricht auch das alte Hochdeutsch. Die alten Filme halt. Der Greifer. Ne? Wer ihn noch kennt, 1930. Und dann die anderen Filme. Dann auch diese Kriegfilme.
die aber mehr zeigen sollen, wie dass das nicht so toll war, Krieg zu führen. Noch einmal, wir sind weiterhin und bleiben auch international, nicht nur online, sondern auch hier privat vor Ort. Ja? Deswegen haben wir auch riesige Plakate an den Wänden kleben, dass da, wie gesagt, steht, wir sind international, nicht national, für alle da. Und wir wollen auch international was machen, wir wollen auch international Sachen. Gestern wurde zum Beispiel über Altägypten gesprochen, weil wir da auch die Dioramen machen über Altägypten. Und wie kommen sie denn daran und so weiter. Wir haben da auch einige Szenarien zusammengestellt und aufgebaut. Wir lieben halt Film, wir lieben Kunst, wir lieben Foto, wir lieben alles, was damit irgendwie zu tun hat. Alles, was man so im Medienbereich, im Kopierbereich darstellen, nachahmen, das mögen wir, dafür stehen wir. Und das wollen wir auch. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich gestern wieder Besuch hatte. Es war ja mal wieder the second, first, forward, Star Wars Day, Force Day für neue Artikel für und so weiter. Ich fahre auch gleich alles mal so ab, schaue mir das halt an. Ich muss zur Metro, um dort einzukaufen. Dann kann ich auch gleichzeitig mal eben rüberhuschen nach Toys. Vielleicht finde ich etwas, vielleicht bin ich bereit, etwas Neues zu kaufen, mir es anzuschauen, weil man hat mir ja gestern per E-Mail und per SMS und so weiter ja schon einige Produkte gezeigt. Nun, wie gesagt, wir haben ja hier die Star Wars Lounge und wenn wir hier dann so philosophieren, na, für wie viel gibst denn du die Figur ab? Ja, dann wird mir so heimlich gesteckt, dass so Toys R Us oder Rewe oder Real, also so die Großen, die so zwischen 9 und 11 Euro anbieten. Ja, und unser Eins hat die für das doppelte oder dreifache Geld selbst eingekauft und kann natürlich das nicht abgeben. Deswegen, meine lieben Freunde, ist das alles nur noch Deko. Alles nur noch Deko. Ihr könnt zwar alles kaufen, das ist kein Thema, auch die Deko-Ware ist zu verkaufen, aber wir bleiben ein Medienhaus, wie gesagt, Copy ein Medienhaus. Wir kopieren, wir stellen her, wir designen, wir arbeiten an Dioramen an und so weiter. Das macht unheimlich viel Spaß, weil Film ist auch viel Spaß, das ist richtig. Film macht auch unheimlich viel Spaß. Es macht auch unheimlich viel Spaß mit den DC-Leuten, also Comic-Leuten oder halt mit den Star Wars-Freunden zu arbeiten. Aber das Wort sagt schon arbeiten. Das heißt also, man sitzt jetzt hier vor der Kamera, spricht, handelt, macht irgendwas und dann muss man halt im Schneideraum das gleiche nochmal und dann muss man halt auch noch hochfahren. Das ist echt Arbeit. Man sitzt da manchmal schon den ganzen Tag da dran. Erstmal das Erstellen, dann die Idee, dann das Zuweisen, dann das Schneiden, dann das Konvertieren und dann nach oben fahren und dann nach verbreiten und dann noch hoffen, dass sich das einer anschaut. So, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde, meine lieben, vor allen Dingen lieben Kunden, ich freue mich, sagen zu dürfen, dass wir jetzt nur noch knappe 3 Monate und den Rest von diesem Monat Weihnachten erleben werden. Wir werden S8 erleben, also E8. Wir halten das hier nochmal hoch, dass wir diesen Service anbieten, dass wir international für alle da sind. Wir sind und haben auch keine Lust mit Politik. Politik interessiert uns überhaupt nicht, weil Politik ist eine Wirtschaftsnorm. Das sind politische Vereine, die einfach nur ihren Job behalten wollen. Die wollen arbeiten, so wie wir arbeiten, so wie wir Geld verdienen möchten, wollen die. Aber Politik ist ein dreckiges Spiel. Wir sind am liebsten auch dreckig, ja, aber im Sandkasten, wenn wir modellieren, wenn wir anmalen, wenn wir die Figuren umarbeiten, und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt den Text kurz lesen können. Wie gesagt, das ist, ich bin gar kein Freund so von Werbung. Aber ich muss ja leider auch sagen, wer wir sind, was wir sind und warum wir sind. Und was wir so alles noch nebenbei anbieten. Nicht nur Film, Foto und Medien, nein, auch Kopien, Scannen, Faxen. Dienstleistung eben. Wir sind eine 100%ige Dienstleistungsfirma hier vor Ort. Und wie gesagt, das Jahr geht langsam zu Ende und deswegen wird dieses Video, dieser Clip ins Leben gerufen als Abschied, als Dankeschön, dass ihr da seid, da wart, dass es euch gibt oder leider nicht mehr gibt. Ihr wisst schon, so eine Art, wie ich es meine. Es ist einfach nur schön, euch zu erleben, die Kunden zu erleben,
die Geschichten zu erarbeiten, da zu sitzen und so eine Filmszene zum Leben erwecken, die Figuren anzumalen. Jetzt momentan sind wir an einer Kriegsmaschine dran, an einer, einem Motorrad. Haben wir einmal in 1:6 dort oben, wurde euch aber auch schon gezeigt, dieses Modell, jetzt in 1:9. Und wann das mal fertiggestellt wird, weiß ich nicht, weil Modellbau soll uns halt hin und wieder mal runterfahren. Jetzt im Moment bin ich leider im Arbeitsmodus und durch diesen Arbeitsmodus habe ich gar keine Zeit, mich runterzufahren. Bin also jetzt gleich unterwegs, schaue mir die Figuren an. Die möglichen, die es da vielleicht noch gibt, weil die großen haben ja länger auf. An sich habe ich ja nur montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Da kann mich, wie gesagt, jeder besuchen. Und ich habe mich, wie gesagt, gefreut, dass wieder Besuch da war. Und wir über Star Wars und so weiter geformt und uns unterhalten. Und natürlich auch ein bisschen über Politik. Leider, das bleibt nicht aus. Weil ja, ist ja das Wahljahr dieses Jahr gewesen und immer noch. Und ich freue mich jetzt aber in 2 Wochen auf den ersten Weihnachtsmarkt, wo ich drauf gehen kann, mich umsehen etc. Ich hatte die Einladung jetzt erhalten, könnte schon am 14., 15. mit Champagner-Dinner da und Begrüßung und mit heißen Waffeln und so. Aber extra dafür den Laden zu machen, extra den Shop zu machen, nein. Aber es klappt nicht, weil wir eh bis 17.30 Uhr arbeiten, bis wir fertig sind, ist auch 18 Uhr und dann noch nach Ratingen düsen. Ratingen, Kölner Straße, hier seid ihr in Essen auf der Kölner Straße, wo wir hier tätig sind, deswegen passt das immer, wir fahren zur Kölner Straße, wir kommen von der Kölner Straße, da haben wir also auch Filmfotos ja auch schon hochgefahren, wir haben auch die weihnachtlichen Geschenke, die weihnachtlichen Ambiente und das Ganze haben wir ja erfasst, umgeformt, daraus einige Clips gemacht, aber wir leben hier, das ist wirklich zum Schmunzeln. Mögen Sie Püppchen? Lieben Sie Star Wars? Sind Sie ein Fan? Ich finde das so toll. Ich weiß nicht, wie viel, deswegen einfach mal das ganze Schaufenster mal mit allem, was wir anbieten. Wirklich allem, was wir anbieten, damit die Leute sehen, wir sind keine Fans. Wir versuchen halt den Kunden, die das mögen. An sich wollten wir den Kunden ansprechen oder euch als Kunden ansprechen, die das mögen, die Star Wars mögen, die die Unterhaltung mögen, die Film mögen, die sich auch über Film unterhalten möchten, selber Filme machen, selber Filme vorstellen. Wir haben ja alles. Wir haben eigene Kinos und so weiter. Wir könnten ja unsere eigenen Filme. Und deswegen möchte ich mich auf dem Weg nochmal bei allen Schauspielern, die mal hier waren, bedanken. Allen Regisseuren, die hier gedreht haben, die da versucht haben, einige Filme ins Leben zu rufen. Vor allen Dingen die Jungregisseure, die Jungschauspieler aus Bochum, die gerade Schauspielerregisseur werden möchten. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten und mit jedem Kunden hier hin und wieder philosophiert zu haben. Den Tag heute ist wirklich genossen. Also die ersten Stunden sind genossen und hat Spaß gemacht. Jetzt, wie gesagt, muss ich zum Metro, Toys R Us, mich mal da umschauen. Und ja, es freut mich einfach, dass es euch gibt. Es freut mich, dass ihr auch so auf dem Weg seid. Wie gesagt, wir sind eine Firma, wir sind keine Fans. Das, was wir hier haben, ist ein Teil aus allem. Ein Teil aus allem, zu sagen, hör mal, könnte es nicht? Ja, könnten wir. Natürlich kommen immer diese Extremfälle, zum Beispiel eine Bundeswehr nachbauen in der Größe Z. Das bezahlt uns keiner, das klappt nicht. Oder ein Diorama zusammenstellen aus Doctor Who. Könnten wir auch alles besorgen, ist richtig, könnten wir auch ein Diorama bauen. Kein Thema. Die Frage lautet dann nur, mag der Kunde dann so ein Diorama? Wie gesagt, das sind so Sachen, wir lieben Film, wir lieben Fotos und wir lieben unseren Job, wir lieben unsere Arbeit, wir lieben unsere alten Schauspieler ab 30er Jahre aufwärts, ja, die im 1896 geboren wurden, 1929, 1927 geboren wurden. Die es halt auch jetzt wohlweislich nicht mehr gibt und wenn dann sehr alt sind, ja, Mario Adolf zum Beispiel, Hardy Krüger, das sind halt noch Koryphäen, die sind noch da, ja, haben aber ihr Alter und die anderen, Kurt Jürgens und Uwe Fischer und so weiter, die sind nicht mehr da, der Willi ist nicht mehr da, ja, ach,
Peter van Eyck ist nicht mehr da. Wie gesagt, wir arbeiten dran, dass es hier noch schöner wird. Wie gesagt, heute nochmal das Schaufenster. Wir haben die großen Figuren jetzt hier aufgebaut. Mal schauen. Also wie gesagt, wenn noch ein Videoclip kommen sollte, dann war ich wirklich bei Toys R Us bereit, etwas zu kaufen, was ich an sich nicht möchte. Muss ich einfach mal gestehen, aber wenn doch, dann doch. Ja, dann zeige ich es euch natürlich auch wieder. Das ist ja wohl klar, dass ich das täte. Weil ich hatte gerade vor ein paar Minuten noch mit den Händlern. Bei den Händlern steht, ja, könnt ihr vorbestellen, kannst uns mal anrufen, schauen wir mal. Also das neue Equipment, die neue Ware, das ist so eine Sache. Lego war ja auch so eine Sache mit BBA. Ja, und BBA als Lego könnt ihr haben. Ihr könnt auch den größten aller Sternkreuzer und Han Solo bei Lego erhalten. Ich habe leider keine Lego-Lizenz, bin auch kein Lego-Fan, deswegen gibt es das bei mir jetzt hier nicht. Ich habe eine Menge, ich habe totale Unikate hier stehen, ja, die ist, weiß Gott, hier in Deutschland nicht zu haben. Ist nur bei mir, da bin ich auch stolz drauf. Und ich kann es besorgen, ob der Dreireich, Ditko oder also die, ne, gewissen, sagt das Wort schon, Dreireich, die Bösen, die da im Dritten Reich agierten, bis hin zu den Schauspielern, amerikanische Schauspieler, deutsche Schauspieler, die ihr als Figur erwerben könntet, bis hin zur Zinnfigur, ach, einfach alles, ihr wisst ja, auf eine Art wisst ihr, dass wir eine Menge anbieten, wir das große Medienhaus und Copyhaus sind, wir kaufen nur nichts mehr an, wir kaufen keine Figuren mehr an, wir kaufen auch keine Figuren mehr, wir haben genug jetzt zum Anschauen, wenn sie weg sind, sind sie weg, neu kaufen tun wir es nicht. Wir haben Captain Rex, ja, Captain Rex in 1,20 Meter und Captain Rex aus Rebels und Captain Rex normal da. Zum Beispiel könnten auch von Sideshow besorgen, käme aber 669,95 €. Wie gesagt, wir haben hier keine Kunden. Wir haben hier keine Kunden, die das sich leisten können oder sich leisten wollen. Nur Schnäppchenjäger und die Schnäppchenjäger können uns das hier von mir aus alles aufkaufen. Ist in Ordnung. Nur dann ist es ja irgendwann weg. Dann ist die schöne Star Wars Lounge weg und dann habe ich natürlich keine Kulisse mehr und müsste dann wieder in dem Green Room arbeiten. Und genau da wollte ich ja nicht hin. Im Green Room stehen nun mal 1:1 die großen Figuren. Kylo Ren steht dort, Revan steht dort und ein Sith Lord aus irgendeiner Galaxie. So, das war's von heute für heute. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut, dass ihr überhaupt Lust hattet, diesen Videoclip euch anzuschauen. Und das war's dann mal wieder. Macht's gut, Leute. Es ist unheimlich toll, dass es euch gibt.